Heute zeigen wir euch mal das ehemalige Kaufhaus Jo in Friedberg. Das ist beschlossen. Es soll demnächst abgerissen werden. Aber wir hatten halt die Chance, noch mal reinzukommen. Aber bevor wir euch jetzt das Video zeigen, möchten wir uns bei der Werkmann-Gruppe bedanken, die es uns ermöglicht hat, das Kaufhaus noch mal zu betreten. Es ist kein Lost Place, da weisen wir gleich drauf hin. Es ist immer jemand im Kaufhaus drin, der sich um alles kümmert. Der Hausmeister ist immer präsent. Heute sind wir im ehemaligen Kaufhaus Jo in Friedberg-Hessen. Wir wollen euch das mal zeigen. Das wird wohl demnächst abgerissen. Und wir durften hier noch mal filmen. Wir sind jetzt im unteren Bereich. Was hier alles war, weiß ich gar nicht mehr. Wir hatten hier, soweit ich weiß, glaube ich, einen Zeitungsstand. Hinten in der Abteilung war Mode. Aber wir gehen jetzt einfach mal durch. Lasst das Video einfach mal auf euch wirken. Und vielleicht weiß der ein oder andere ja noch, was hier in der Etage mal war. Geht einfach in Gedanken mit uns mal durch das Kaufhaus einkaufen. Da hinten war wohl die Schreibwarenabteilung. Das weiß ich soweit noch. Hier vorne war dann die Klamotten. Jetzt sind wir am hinteren Eingang und gehen dann gleich mal nach oben in die anderen Etagen hinein. Alles leer, alles ausgeräumt. Es entsteht hier ein anderes Gebäude dann. Aber das schreiben wir euch alles noch so weit in die Videobeschreibung. Thank you.
ehemalige Treppenhaus. Ne? Gehen wir mal nach oben. Ja, was da oben ist, drunter, weiß ich gar nicht mehr. So genau. Ja, wir können ja mal gucken, ob man noch das hinten in Google schreibt oder in die Videobeschreibung rein. Jetzt sind wir in der zweiten Etage im Kaufhaus. Ja. Sieht nicht anders aus wie in der ersten Etage, ist auch alles leer. Was hier ganz jetzt drin war, hier oben, das kann ich euch auch nicht sagen, das ist schon zu lange her. Aber vielleicht wisst ihr es ja noch. Und die nächste Etage, ganz oben war, glaube ich, die Lokale oder sowas? Nee, hier wird jetzt die Etage. Ganz oben war ja. Ich weiß gar nicht, hier war auch irgendwo eine Schallplattenabteilung noch. Alles ist noch oben. Das wäre nicht. Und wir sind in der nächsten Etage. Auch alles leer, wie gesagt, es ist eigentlich überall das Gleiche. Ja, wenn ich daran denke, wie viel Zeit man hier als Kind verbracht hat, als Jugendlicher, Kerle, was haben wir gemacht? Die neuesten Schallplatten gekauft, Atari-Spiele, Schallplattenspieler, Wahnsinn. Ja, und wenn hier nichts Gescheites war, dann ist man zum Breitenfelder gegangen. Die Kaiserstraße, der hat aber leider auch schon, existiert leider auch nicht mehr. Was war denn hier? Das sieht aus, als wäre das hier mal. Nun, keine Ahnung, komische Tapete. Wisst ihr, was das war hier oben in der Etage? Schreibt es mal in die Kommentare. Ist komisch, hier hinten sind noch. Ach, das sieht aus, als wäre das mal die Spielwarenabteilung gewesen. Ja, ich glaube, das war die Spielwarenabteilung. Schaut mal. Weil hier
Hängt noch so eine Tapete, die weist irgendwie aufs Spielwaren hin. Das könnte schon sein, ja. Ach, guck an, wir haben hier sogar noch einen alten Fluchtplan. Da, schaut, noch ein alter Fluchtplan. Irre, ne? Wir waren jetzt über die Schallplatten, das war das letzte Stück. Das letzte Stück, ja.
ehemaligen Büros. Ja, das ist nicht die Art jetzt. Ne? Ja, das ist klar. Das ist ja klar. Das war jetzt hier die Aufenthaltsküche. War jetzt hier und Umkleide immer für die Leute. Ja. Und hier vorne waren die Büros. Ja, unser Video endet dann auch hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns mal einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal. Und noch ein kleiner Hinweis, nächste Woche am Sonntag seht ihr dann das Rosenthal-Viadukt, umgangssprachlich auch die 24 Hallen genannt. Wir waren mal oben drauf, haben uns das mal ein bisschen angeguckt. Ja, und wenn ihr Lust habt, schaut einfach mal rein. Ah ja, noch ein kleiner Hinweis zum Schluss. Es gibt noch einen Partnerkanal von uns, das solltet ihr auch mal reinschauen. Das ist Ape Thomas. Da geht es rund um die Ape. Ja, schaut einfach mal rein. Abonniert. Lasst mal einen Daumen hoch da. Gut, das war's dann vom ehemaligen Kaufhaus Jo in Friedberg.